Sehr schön. Also wie gesagt, Aufnahme läuft. Falls jemand nicht zu sehen sein will in der Aufzeichnung, einfach kurz das Video dann aus. Nachdem ein paar Neue jetzt dabei sind, vielleicht nochmal ganz kurz, was ist dieser Community Call? Wir machen einfach einmal im Monat so einen einstündigen Community Call, um so ein bisschen zu berichten, was es in der LearnOS Community alles Neues gibt. Der ist immer am ersten Freitag oder in der Regel am ersten Freitag, wenn nicht gerade Feiertag oder so ist, von 13 bis 14 Uhr. Immer so einen ersten Teil, wo ich ein bisschen berichte, was ich so beobachtet habe. Den werde ich heute aber tatsächlich kürzer halten als sonst, weil wir ganz viele andere Themen aus der Community haben, die auf jeden Fall genug Raum bekommen sollen. Falls ihr da für die Zukunft mal irgendwie Themenvorschläge habt, rührt euch einfach oder postet die an die Calls. Immer wenn der eine Call vorbei ist, lege ich dann den nächsten an in Connect. Dann kann man in die Kommentare schon mal reinschreiben, was man da letztendlich irgendwie platzieren möchte. Die sind auch für die, die das vielleicht noch nicht gesehen haben. Connect, also community.cognion.de, ist ja unsere Community-Plattform. Wenn man hier oben auf die Kategorien klickt, dann hat der Community-Call hier eine eigene Kategorie. Und dort findet man die ganze Historie rückwärts, inklusive der Videoaufzeichnungen. Also falls da einer mal sich rückwärts in die Community einlesen will, kann er das gerne tun. Genau, ich habe das hier jetzt mit dem Call das erste Mal ein bisschen platzsparender gemacht. Bei den Einwahldaten war ja immer hier ganz lang dieser ganze Sermon mit den Telefonnummern. Ich wollte sie nicht weglassen, weil doch der eine oder andere mal per Telefon sich einwählt. Die sind jetzt aber hier hinter dem kleinen Pfeil versteckt. Also das heißt, hier mit dem Pfeil einmal auf- und zuklappen, findet ihr die nach wie vor. Die meisten kommen aber ja mit dem Zoom-Direktlink da rein. Also ich denke, das müsste problemlos möglich sein. Seid ihr alle digital skilled. Ich wollte es nur einmal kurz gesagt haben. Ja, ganz kurz, was waren so die Themen? Wir haben beim LernOS Dojo, da hören wir nachher auch noch was davon, mal so eine Ansprechpartnerliste fertig gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich die letzten Freitage irgendwie ganz viel damit beschäftigt war, Menschen zu routen. Also da kommen halt so Anfragen, wer arbeitet eigentlich gerade am Sketchnoting-Guide, wo kann ich eine Frage zum Prozessmodellierungs-Guide stellen, wo gibt es eigentlich die spanische Version von LernOS for You. Und das hat irgendwie am Freitag immer 2 Stunden fast in Anspruch genommen. Deswegen dachte ich mir, mache ich so eine Art kleine Yellow Page. Also das heißt, hier hat man so die Themen hier oben stehen mit den Rollen und dann die einzelnen Leitfäden, die es aktuell gibt. Und da bin ich jetzt gerade dabei, sowohl die fertigen Leitfäden als auch jetzt die Leitfäden, die gerade in Arbeit sind. Das ist mittlerweile auch eine ganz schön lange Liste. Dort sozusagen überall die Namen dran zu sammeln, auch für die Florian habe ich, glaube ich, gesehen, ne, aus Wien. Für die Meetups, also wer sind in den regionalen Meetups die Ansprechpartner? Und das funktioniert halt immer so, dass man auf diese Personen einfach drauf kann. Dann poppt hier so ein kleines Profil auf und mit dem Briefsymbol kann man die Leute dann direkt anschreiben. Das werden wir auch gucken, dass wir die Ansprechpartnerliste dann auf der Startseite auch noch ein bisschen präsenter machen, dass man die schnell im Zugriff hat. Und die Hoffnung ist, dass da die Anfragen dann ein bisschen schneller ihren Weg sozusagen finden. Ich habe hier mal reingeschrieben, oder habe ich es? Ja, genau. Was fehlt? Wer oder was fehlt? Was ist falsch? Also falls ihr Lust habt, im Nachgang einfach mal die Liste durchgehen, mal gucken, ob das alles so richtig ist. Ich habe mittlerweile, muss ich gestehen, auch nicht mehr ganz den Überblick, weil dezentral so viele Sachen passieren. Also gerne einfach die Seite, ich schaue mal gerade, die müsste eigentlich in einem Wiki-Modus sein. Moment, ne, aber jetzt ist sie in einem Wiki-Modus. Das heißt, ihr habt alle hier unten einen Bearbeiten-Knopf, wenn irgendwo ein Name falsch ist oder ihr wo dabei steht, wo ihr gar nicht Ansprechpartner seid oder ein Thema macht, was ich noch gar nicht kenne, dann könnt ihr das da einfach mit aufnehmen. Das wäre cool. Simon, ja. auf der Liste ist irgendwie Volksedition. Was kannst du da? Ja, das ist der Martin. Moment, wo war das hier? Relativ von unten, dritte von unten. Ja, genau. der Martin, der denkt an einer LernOS for You Guide Edition für Volkshochschulen nach, respektive für eine, die um Konzern Corporate Sprache befreit ist. Also der hat halt einfach über seine. Ah, da ist er ja, Martin. Sag du was dazu. Ja, hallo. Seh dich gerade. Hast du genauso wiedergegeben. Also die Ursprungsidee kam von dieser Volkshochschulanwendung, aber es geht eigentlich auch darum, so eine Art menschenlesbare, für Normalmenschen, KMU-Menschen sozusagen brauchbare Version zu finden. Genau, also das heißt, die wir jetzt haben, ist für Aliens und du machst die für Menschen dann. Genau. Nee, cool. Die würde ich dann gerne auch lesen. Die verstehe ich doch gar nicht. Also da kann man gern auch, das würde ich auch in dem nächsten Schritt dann mal überlegen, wie man das machen kann. Hier vorne sieht man ja schon, gibt es noch Potenzial, dass die einzelnen Einträge alle verlinkt sind.
Also wenn es da Einsprungsseiten gibt oder mal irgendwie eine Info dazu hat, ist die Idee, dass wir hier in den Kategorien, gehen wir mal drauf, ich gehe mal hier auf dieses Lernholz for You zum Beispiel, da gibt es immer so ein About oben. Und da könnte man im Prinzip reinschreiben, was ist dieses Ding, was sind die wichtigsten Links, wo sind Communities, wo kann ich irgendwie teilnehmen. Und dann könnte man sozusagen die Ansprechpartnerliste auch mit diesen Abouts jeweils verlinken und da eben noch ein bisschen mehr Kontext geben. Weil sonst landen bei euch die ganzen Anfragen, Leute fragen nach, was hat es eigentlich damit auf sich. Genau, das beantwortet deine Frage, Alex? Absolut, danke. Sehr schön. Gut, dann auch noch neu, der LernOS Community Management Leitfaden. Da gibt es, ich sage es mit Vorsicht zu genießen, eine Version 0.1. Da ist der Hintergrund der, es gab mal in dem Bench Learning 2015, gab es eine Gruppe von Leuten, die ein sogenanntes White Label Playbook Community Management gemacht haben. Das lebte oder dümpelte die ganze Zeit in so einem Google Doc vor sich hin. Und ich habe das jetzt einfach mal aus diesem Google Doc befreit und habe die Inhalte, die wir damals erarbeitet haben, einfach in diese LernOS-Leitfadenlogik überführt. Ich sage deswegen mit Vorsicht zu genießen, weil der Inhalt tatsächlich noch Stand November oder Dezember 2015 ist. Also ich habe jetzt zum einen mal alle angeschrieben, die da dabei waren damals und auch alle, wo ich weiß, dass die sich mit Community Management beschäftigen und gefragt, wer da Lust hat, gegebenenfalls mitzuarbeiten. Und da wäre jetzt quasi die Aufgabe, in den nächsten ein, zwei Monaten mal zu definieren, was ist davon eigentlich noch aktuell, welche Fallbeispiele gibt es noch oder nicht mehr. Ich habe auch die Tanja Laub, Achim habe ich im Call gerade gesehen, vom Bundesverband Community Management. Die waren neulich auch in diesem C3-Call, also in diesem Community Management-Call, mal angefragt, ob man da eventuell mit dem Bundesverband Community Management auch wieder was zusammen machen will. Die hat auch gesagt, finde sie interessant. Die haben auch gerade viel zu tun, weil der Community-Gipfel abgesagt worden ist gerade, beziehungsweise auf Herbst verschoben. Also das wird jetzt dann Fahrt aufnehmen. Schaut es euch mal an, wenn ihr Interesse habt, dann rührt euch einfach. Da wird jetzt sicherlich im ersten Halbjahr noch einiges passieren, mindestens mal, was die Planung der nächsten Version angeht. Genau, dann war es, habe ich hier auch verlinkt, vor 2 Wochen. Und Stefan habe ich gesehen, der war da, das LernOS Dojo in Nürnberg. Wir haben das im Vergleich zum letzten Jahr verlängert. Letztes Jahr waren die Dojos ja immer nur 2-stündig, wo wir gemerkt haben, dass man da nicht so richtig viel erarbeiten kann mit den Leuten. Deswegen haben wir das Dojo verlängert und haben das von 10 bis 16 Uhr gemacht. Mit so einer kurzen Intro am Anfang und dann konnten wirklich alle an ihren Projekten arbeiten. Und da findet ihr hier die Teilnehmerliste, waren so gut 20 Leute. Die Agenda, was wir gemacht haben, das war so ein bisschen im Lean-Café-Modus. Also wir haben erstmal gesprochen, dann in so ein paar Lightning-Talks Themen vorgestellt und dann ging es in die Arbeitsthemen. Und unten findet man quasi die Fotoprotokolle von dem, was rausgekommen ist. Da werden wir auch nachher noch ein bisschen was hören. Also da, wenn ihr tiefer rein wollt, eben wie gesagt auch der Link. Stefan wird danach noch was dazu erzählen. Genau, und dann nochmal kurz die Stati, was Veranstaltungen angeht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und fühlt euch gut. Aber es ist ja doch, ich war letzte Woche im Skifahren, als ich zurückgekommen bin, habe ich schon die E-Mail-Box gesehen, die irgendwie aus allen Nähten platzt mit Reiserestriktionen und Veranstaltungsverschiebungen und so weiter. Deswegen hier einmal ganz kompakt, was so uns als Community vielleicht betrifft. Ich habe gestern mit Karl-Heinz entschieden, dass wir das Corporate Learning Camp verschieben in den Sommer. Die TU Hamburg sucht dann noch nach einem Ersatztermin. Insbesondere, weil unser Veranstaltungspartner, die Nordmetall, intern sozusagen die Maßgabe rausgegeben haben, alle Veranstaltungen über 10 Teilnehmern irgendwie abzusagen. Da war ja die Idee, dass wir eine Assembly auch haben. Die war ja auch schon geplant mit der Silvia und der Julia zusammen. Die werden wir auch genauso dann machen bei dem Sommertermin. Aber wir haben jetzt in der Community, also Corporate Learning Community, so einen Plan B ausgearbeitet. Also 19. und 20. März gibt es die Möglichkeit, eben virtuell Programm anzubieten. Da haben wir gestern so ein Pad freigeschaltet. Da gibt es jetzt, was weiß ich, virtuelle Barcamps in 3D-Lernumgebungen und alle iRooms, der Robert macht was. Und die LernOS Assembly, die wir in Hamburg machen wollten, bieten wir jetzt einfach hier in Nürnberg in der Akademie auch an. Also die 2 Tage bin ich eh dafür eingeplant gewesen. Wer Lust und Zeit hat, da zu kommen, an irgendwas zu arbeiten, ist da herzlich eingeladen.
Ist hier ein Anmeldelink, ist kostenfrei. Es geht nur ein bisschen darum, um die Anzahl der Plätze zu tracken. Dann ist das Community-Gipfel, da unten ist er, Moment, das ist falsch. DigiCamp der DATEV, LernOS Supporter, ist abgesagt, auch wegen Corona. Die überlegen gerade noch an einem virtuellen Camp. Gibt es die Infos dann auf datevcommunity.de. Das WOL Multi-Meetup ist abgesagt. Soweit ich weiß nicht, ob da jemand andere Infos hat, ohne Alternativtermin. Da war ja die Idee, das mit so einer Veranstaltung mit 200 Leuten bei HRS in Köln zu machen, mit John vor Ort, wo er auch das neue Buch vorstellen wollte und dann irgendwie so andere Meetups virtuell mit anzubinden quasi. Meines Wissens nach, weiß nicht, Rainer, sehe ich da gerade, weißt du da irgendwas Neueres noch, ob es da eine Alternative geben wird? Nein, ist mir jetzt nichts bekannt. Okay. Kann ich, glaube ich, auch bestätigen, Simon. Hi, okay. Alfred. Hi, Alfred, grüß dich. Sehr gut. Könnt ihr ja per Kommentar reinschreiben, wenn sich da was tut. Aber auch der Holger Gelhausen hatte ich Kontakt und auch mit dem Sebastian und die wussten auch beide nichts anderes. Genau. Genau, Community-Gipfel das Gleiche. Da ist 27. Oktober, glaube ich, der Alternativtermin. Und ich hatte mit Winnie kurz gemailt gestern, ob es quasi Telekom-seitig irgendwelche Bedenken gibt, das LernOS-Camp stattfinden zu lassen. Das ist erst 23. 24. Juni. Mein Gefühl war, dass wir da wahrscheinlich kein Problem mehr haben, weil genug UV-Strahlung bis dahin da sein wird. Winnie hat gesagt, aus seiner Sicht spricht da auch nichts dagegen. Also nach aktuellem Planungsstand wird das ganz normal stattfinden. Ich habe mir auch extra nochmal die drei Wellen von der spanischen Grippe vor 100 Jahren angeschaut. Also da wären wir im Mai und Juni auch safe gewesen. Der Unterschied ist, dass es heute soziale Medien gibt und damals diese Panikmache noch nicht aufgefüllt. So ist es, ja. Ganz genau. Genau. Und dann noch als Randbemerkung, da sitzt der Falco, den habe ich auch schon gesehen, und die Laura, beide mit dem Orga-Team. Wer da Lust hat, sich mit einzuklinken noch oder auch zu gucken. Ich habe hier mal das Planungsdokument verlinkt. Da seht ihr auch die ganzen Stände, wo wir mit Planung gerade stehen. Was da so angebracht ist. So, jetzt habe ich das hoffentlich einigermaßen zügig geschafft. Genau. Dann machen wir mal kurz den Überblick. Themen aus der Community. Also ich hatte von Christoph zum Thema Podcasting bei SAP. Dann der Alex hat den Prozessmodellierungsguide auf dem Signavio-Kundentreffen vorgestellt. Der würde kurz berichten. Die Piwi und die Nicole. Piwi ist nicht da, aber Nicole per Telefon. Weiß nicht, ob sie schon da ist. Die ist irgendwie im Auto unterwegs. Die haben sich jetzt dran gemacht, einen Diversity Guide zu erstellen. Da gibt es einen Fahrplan. Sehr gut. Kommen wir gleich dazu. Falco würde kurz was sagen zum Status Telekom-Geschichten des Gelingens. Da hat man mit Winnie letztes Jahr einen Prozess angestoßen auf dem Camp in München, das auf LernOS zu übertragen. Da gibt es so ein Formular, wo wir Geschichten sammeln und auch die Ergebnisse sind in Google-Formen sichtbar. Immerhin sind schon 3 Geschichten eingekommen. Da wäre dann die Idee, da auch nochmal aufzurufen. Zeige ich aber auch nachher nochmal, wer da Geschichten beisteuern will, wie das geht. Rainer würde kurz was sagen zum ersten Woll-Meetup in München. Dann der Hadi mit dem Thema Mindfulness Guide mit Rebecca zusammen. Stefan war auf dem Dojo, hat dort was zur eigenen Webseite, eigenem digitalen Zwilling gemacht, würde kurz was erzählen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, weiß ich nicht, ob wir genug Zeit haben, mich erreichen immer mal so Fragen, wie geht auf Connect auf der Community-Plattform dieses, wie geht jenes, ich habe hier Probleme, würde ich da einfach so ein kurzes Ask Me Anything noch anbieten. Wenn wir das von der Zeit nicht mehr schaffen, könnt ihr da eure Fragen auch in die Kommentare posten und dann kann man das im Nachgang klären. Also, dann springe ich mal nach oben. Christoph, bist du schon da? Ja, ich bin da. Sehr gut. Ja. Genau. Ich hatte dich mal angesprochen, weil ihr die einzigen wart auf der LearnTech als SAP, die auf dem Stand groß Podcasting stehen habt. Und du erzählt hast, dass es da spannende Aktivitäten gibt. Deswegen berichte mal. Mhm. Ja, auf jeden Fall spannend. Vielleicht vorab nochmal, mein Name ist Christoph Hafner und ich bin bei SAP im Bereich Education und da speziell Learning Experience und Design Team. Und eins von meinen Themen ist eben Podcasten und mit Podcasting beschäftige ich mich persönlich jetzt schon zusammen mit dem Thomas Jenewein, mit dem ich jetzt auch wieder genau an dem Thema dran bin, seit fast 13 Jahren schon.
Und wir haben erste Versuche gemacht vor ungefähr 12, 13 Jahren. Die sind aber nicht so von Erfolg gekrönt gewesen. Wir sind aber mit sehr vielen Sachen gescheitert, nicht zuletzt eben an internen Prozessen auch. Und einfach auch Unverständnis, was Podcasten ist, was wir damit überhaupt wollen und was das Ganze überhaupt soll. Und dann haben wir später, sind wir immer wieder auf das Thema zurückgekommen, aber haben nicht so den Startpunkt gefunden. Und ich war dann, habe einen privaten Podcast mit einem Freund zusammen 2014 gestartet, das Hafenradio hier in Hamburg, und bin eben von dem Thema nicht losgekommen. Und wir haben dann 2017 rum nochmal einen Versuch gemacht, das Ganze zu starten. Und das war dann schon erfolgreicher, weil in den letzten 2, 3 Jahren hat das Thema Podcasten ja auch parallel sehr, sehr an Fahrt aufgenommen. Also es ist ja wieder so eine Welle, das ist ja wirklich immer so wellenförmig, dass alle drüber reden. Und jetzt mit dem Einstieg von Spotify in das Thema oder auch Audible und die Konkurrenz, die da für Apple, die ja lange Zeit der Platzhirsch waren mit ihrem Repository, tut sich da was. Und ich habe eben auch festgestellt, dass sich im Bewusstsein das Thema bei ganz vielen Leuten eben schon so seinen Platz gesucht hat. Und wir haben angefangen, eigentlich auf der einen Seite so die ganzen Enthusiasten in der Firma ein bisschen zusammenzusuchen und zu schauen, wer sich überhaupt dafür interessiert. Und da kam dann raus, dass tatsächlich auch bei SAP eben sehr viele, ja, mehr oder weniger Nerds unterwegs sind, die eben das Thema klasse finden und auch schon ihre eigenen Podcasts seit einiger Zeit privat getriggert laufen hatten und immer noch haben. Und wir eben im Lernbereich da auch weiter reingehen wollten. Und zusammen mit OpenSAP haben wir angefangen, den Education Newscast aufzusetzen. Das war eines von zwei Pilotformaten. Das hier habe ich mit dem Thomas Jenewein zusammen gemacht. Und das ist so ein bisschen unsere Spielwiese, wo wir wirklich alles Mögliche austesten. Das Ziel ist eigentlich, eine Mischung zu finden aus Updates und Informationen und eben wirklich interessanten Wissen und Erfahrungen aus der ganzen Corporate Learning Community und Learning Welt darzustellen. Also ein bisschen auf so einer Metaebene, aber wir testen zum Beispiel auch, ob wir in der Lage sind, auch mit Vorproduzieren zum Teil eine wöchentliche Sequenz machen zu können, was bisher ganz gut klappt. Und wir versuchen auch eben immer spannende Gesprächsteilnehmer zu finden. Aber wir haben auch selber mit kleinen Miniserien immer wieder mal so Testballons gestartet, dass wir aus der SAP raus, aus dem HR-Bereich zusammengearbeitet haben mit Kollegen, die da einen Podcast machen, aber auch eben kleine, wirklich wissensorientierte Serien gestartet haben. Und das wird auch ganz gut angenommen. Also wir haben eine ständig wachsende Community da an Hörerinnen und Hörern. Und das ist der eine Podcast. Der andere spannende hat wesentlich weniger Folgen. Aber es geht da wirklich ums Lernen. Und zwar ist das UI5 als darunterliegende Technologie, um die es thematisch geht. Und der UI5 Newscast war eben so aufgesetzt, dass wir erstmal die wichtigsten Grundinformationen, das Grundwissen zu SAP UI5 und Open UI5 vermitteln. Gleichzeitig aber auch aus der Community raus berichten, also über das reine Lernen auch ein bisschen hinausgehen. Viele Interviews da auch machen, zum Beispiel auf der UI5Con als ein jährliches Community-Treffen. Und wir haben dazu immer wieder Updates zu Technologie, Plattformneuigkeiten gegeben. Also so das Wissen, was man aus erster Hand eigentlich gut gebrauchen kann. Und das hat sich auch als sehr erfolgreich herausgestellt und hat wirklich so gezeigt, wo man Podcasten sehr, sehr interessant als Lernformat und als erweiterndes Lernmittel oder Konzept einsetzen kann.
Und du hast dazu erzählt, dass ihr überlegt, gerade in Richtung WordPress und Podlove sozusagen einzusteigen. Genau, das ist gerade das Projekt, das zusammen mit OpenSAP läuft. Also wenn man auf OpenSAP auch geht, dann kommt man eben jetzt auch auf eine Seite, dann auf eine Startseite, die sich Podcasts nennt. Da versammeln wir alle Podcasts, die im weitesten Sinne was mit Lernen zu tun haben und offen zugänglich sind. Wow. Und für all diese Podcasts haben wir jetzt eben auch, oder sind wir dabei, eine neue Publikationslandschaft aufzusetzen. Das hier, was man jetzt sieht, ist noch die alte Infrastruktur. Die neue wird dann auf WordPress und Podlove im Wesentlichen basieren, weil wir eben, also wir haben uns das Ganze aus verschiedensten Richtungen angeschaut und das war mit Abstand das Beste, was für uns in Frage kam. Also ich habe mal den Forschergeist-Podcast hier aufgemacht, wer den anschauen will. Das ist so die Referenzimplementierung, ne? Wo man dann halt schicke Player mit Kapitelmarken, mit Share-Sheets, Datei-Download und so weiter hat. Was halt speziell auf Transkripte sind eben auch da oft dabei, was auch gerade im Lernen ein ganz, ganz spannender Punkt ist. Und das ist auch eine zum Beispiel eine Stärke, wenn man auch mit Auphonic arbeitet, also einer Plattform, mit der man sein Audio finalisieren kann, aber auch einen Transkript-Service mit einbinden kann. Und Transkripte sind natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Feature, das eben auch von Podlove stark unterstützt wird. Aber auch Features wie Kapitelmarken, die vielleicht allgemein bei Podcasts nicht unbedingt immer eine große Wichtigkeit haben. Aber ich glaube, gerade im Bereich Lernen sind die ganz interessant. Ja. Also sehr da cool. Kann man mehr erwarten. Sehr cool. Schreibt auch Rebecca. Also das ist sicher spannend. Ich kenne auch tatsächlich keinen anderen Konzern aktuell, der das mit dem Podcasten gerade im Kontext von Wissensvermittlung so ernst nimmt. Also sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Und natürlich Botschaft an euch, abonniert den Podcast von Thomas und Christoph. Da war jetzt gerade die ganze Staffel mit den Berichten von der LearnTech. Bin ich auch noch nicht ganz durch. Gut, danke dir. Dann der Alex, der muss, glaube ich, auch ein bisschen früher raus. Ne? Thema Prozessmodellierungsguide, hattest du ja letztes Mal schon was gesagt und warst jetzt auf einem Kundentreffen unterwegs damit. Genau, kommt drauf an. Zu meinem Vorredner würde ich gerne sagen, also Kapitelmarken, super wichtig. Ich halte sie selber sowieso für ganz wichtig. Ja, genau. Seit der Marco Armen von Castro, der hat sich lang, also das ist ein Podcast-Client, lang dagegen gewehrt und deutsche Podcast-Community hat es immer gefordert und es gibt so einen Tweet von ihm, der ist irgendwie eingeleitet mit Don't question the Germans. Also mittlerweile ist er auch total überzeugt davon, dass das wichtig ist. Man muss mal seine Kunden-Community anschauen, ne? Und wann hört man welchen Podcast? Und es gibt ja viele Leute, die sich den Podcast so zum Einschlafen. Ne? Also genau. Ich lege mich jetzt hin und so, ne? Gehöre ich ja dann auch zu. Ne? Und dann manchmal wache ich morgens früh auf und denke mir, war ja irgendwie geil, aber irgendwie habe ich nicht verstanden, worum es eigentlich ging. Ne? Und dann, also bis zu dem Thema habe ich, 4711 habe ich noch gehört. Ne? Also, also ich finde Kapitelmarken absolut spitze. Ja, sehr gut. Worüber soll ich heute nur ein bisschen erzählen? Ich habe ein bisschen, wir haben gemacht Lernpfad zur Prozessmodellierung. Ich habe schon als Feedback bekommen, ist ein Nischenthema, interessiert nicht so viele Leute, deswegen halte ich mich heute kurz. Aber die es interessiert, für die ist es schon interessant. Wir als LV1871 benutzen Signavio als Werkzeug. Da kann man jedes andere benutzen. Wir haben uns irgendwann mal für Signavio entschieden. Und am Montag hat sozusagen die Kundschaft, die in Oberbayern Signavio nutzt, ist zusammengekommen, genau, und hat sich mal ausgetauscht, was ist denn eigentlich, was sind das so Problemstellungen und was sind so die Aufgaben, die Prozessmodellierer in den verschiedenen Abteilungen haben. Und das ist so, das war relativ divers besetzt. Das heißt, das waren dort Leute aus der Versicherung und aus dem Bankenbereich und es waren auch Leute aus der Molkerei sozusagen, Bereich. Ich glaube, ich muss jetzt mal kurz, kurz mal die Tür aufmachen. Bin gleich wieder da. Ja. Oh mein, scheiße. Ich zoome mal gerade hier auf den Untertitel, weil oft wird ja so Prozessmanagement und QM mit Oldschool und lassen wir das nicht mit New Work hinter uns gesehen. Ich bin aber auch der Meinung, deswegen haben wir hier mal so ein Zitat reingenommen, wenn man nicht beschreiben kann, was man tut,
in Form von einem Prozess, dann weiß man auch nicht wirklich, was man tut. Also Wissensarbeit ist nicht automatisch, ich erfinde jedes Mal das Rad neu. Ne? Ganz genau. Und dort haben sich einfach die Teilnehmer ausgetauscht, was ist denn eigentlich das Problem bei euch und warum macht ihr das und warum tut ihr das? Und wir haben dort sehr intensiv ausgetauscht und ich habe dort sozusagen einen eigenen Slot gehabt, wo ich das Thema LernOS als Methode vorgestellt habe. Und dort im Kontext von, das gibt's auch da gibt es auch was für Prozessmodellierung. Wie könnt ihr das Thema Prozessmodellierung in euren Abteilungen interessant gestalten? Und das ist auf sehr viel Gegenliebe gestoßen. Und ich bin der Meinung, dass dort noch sehr viel Potenzial quasi liegt, dass wir dort sozusagen die anderen Häuser, die heute auch Prozessmodellierung machen, und dort ist das immer ein Thema, was sozusagen in einer Abteilung liegt und diese Abteilung soll das machen und der Rest des Hauses versteht gar nicht, was soll denn das mit der Prozessmodellierung und wozu brauchen wir das eigentlich? Und dass dieses Thema, was ist die Wertschätzung oder was ist die Wertschöpfung sozusagen von Prozessmodellierung, so mit LernOS sozusagen in die Unternehmen gebracht werden kann. Genau. Sehr schön. Genau, also werden wir auch auf Connect quasi eine Kategorie jetzt dann anlegen in diesem Bereich LernOS Toolbox. Ne? Du sagst, das ist eine Nische, aber ich habe durchaus schon einige, die mich danach gefragt haben. Ah, gut. Ich bin jetzt auch mit dem Karl gerade dran, den LernOS for You-Prozess tatsächlich mal so durchzumodellieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass so ähnlich wie das Thema Product Owner Agile wir da schon auch eine gewisse Zielgruppe dem Thema erschließen. Ich habe noch als, genau. Wir als Versicherung, ja, Versicherung, was macht eine Versicherung? Wir haben für uns erkannt, dass die Prozessmodellierung und die Sprache, die dort benutzt wird, dass das eine Lösung sein kann, die Fachsprache in der Versicherung mit der Fachsprache in der IT, ne, die sprechen beide irgendwie, der IT spricht IT, der Fachbereich spricht Fachbereich, das sozusagen auf ein gleiches Niveau zu bringen, ja, dass wir eine gemeinsame Sprache haben, wo wir zukünftig sagen, wenn der Fachbereich sagt, er möchte gerne dieses und jenes und welches sozusagen in IT umgewandelt haben, dass der sozusagen rückfragefrei in einem Prozess modelliert haben kann, was er da haben will. Das funktioniert schon. Ja. War gerade eine Frage, wer war das, Winnie? Ich war das, Daniel. Ah, tschüss. Genau. Ich kann Alex auch nur beipflichten. Ich war im letzten Jahr bei der Signavio World in Berlin. Es war so eine Veranstaltung von Signavio, wo wir das Thema Prozessmanagement vorgestellt haben. Und das war ähnlich halt aufgebaut wie ein Barcamp, wo man erstmal sehr viele Informationen bekommen hat zum Thema Prozessmanagement, aber danach gab es halt auch den Austausch zwischen den Kunden und zwischen den Experten, ähnlich wie wir es halt im Barcamp-Park halt haben. Und bei einem Thema gab es halt auch das Thema, wie wird das Thema Prozessmanagement vermittelt, und da war wirklich ein Riesenbedarf, ein Riesenandrang oder Wunsch bei den Kunden halt, sich da auszutauschen. Und ich glaube, wie Alex schon sagt, das ist halt so eine Nische, und gerade im Zug der Digitalisierung, der Transformation und dem Thema Data Mining, und wir müssen den Prozess halt verstehen, das ist eine riesige Chance für alle, sich dem Thema zu widmen und ein bisschen das Thema irgendwie das Thema sexy zu machen, genau. Was einfach spannend ist. Also ich bitte allen an hier in der Community, wenn sie da Lust haben und Spaß dran haben, Feedback zu geben, damit wir besser werden können, einfach her damit, und wir werden den Leitfaden entsprechend. Ja, auch wenn man den Spruch ernst nimmt, wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, ist ein digitaler Scheißprozess, dann brauchen wir sowohl Digitalisierung als auch das Prozess-Know-how. Sehr gut, dann die Nicole müsste am Telefon dabei sein. Sie ist ja, wie gesagt, dran, das Thema Diversity Guide zu machen. Ich habe mal, Nicole, deine Folie 9 mit dem Ablauf hier reinkopiert, das sehen die Leute jetzt. Mhm. Dann erzähl mal ein bisschen, was ihr jetzt gemacht habt. Ihr hattet ein Treffen und was euer Fahrplan ist. Genau. Also nochmal kurz zu mir. Ich bin übrigens gerade nicht im Auto unterwegs, muss mich aber auch in einer Viertelstunde spätestens ausklinken. Das heißt, ich sehe euch auch alle und habe das jetzt hier ganz gespannt verfolgt. Erstmal vielen Dank, Simon, für die Einladung. Gerne. Mein Name ist Nicole. Ich bin bei der Firma Schaeffler dafür verantwortlich, hier Diversity Management zu implementieren. Und ich habe mit meiner Kollegin, der Pivi Scamperle, die ist ja sehr in der Corporate Learning Community unterwegs und hat dann, nachdem wir
wir uns sehr intensiv über verschiedene Formate, wie können wir das Thema ein bisschen einfacher machen, wie können wir den Leuten das erklären, dass es nicht um Frauen und Behinderte geht, sondern dass es ein weitreichendes Thema ist, was auch Management-Know-how braucht und was auch Awareness vor allem braucht und Erkenntnis und ein Mindset-Change braucht. Lange über viele Dinge diskutiert und dann kam sie eben mit der Idee des Lern-OS zu mir und wir haben uns dann ausgetauscht und haben jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet aus mehreren Unternehmen. Also die kommen auch alle aus unterschiedlichen Bereichen. Also es ist nicht nur Automotive, sondern auch kleine, mittelständische, öffentliche Arbeitgeber dabei. Und wir werden jetzt den Fahrplan, den ihr gerade seht, das ist so ein bisschen, das erste Treffen wird am 11. Mai stattfinden. Der Fahrplan ist natürlich auch agil anpassbar, natürlich. alle. Einfach weil wir erstmal versuchen, jetzt so viele wie möglich zu dem Workshop zusammenzukriegen. Der wird am 11. Mai stattfinden. Und da gucken wir uns erstmal an, dass wir eine Struktur festlegen, dass wir Inhalte definieren und auch die Arbeitspakete schnüren und schauen, dass wir dabei nichts vergessen. Es ist ja ein sehr komplexes Thema und wir wollen so viel wie möglich Input haben. Wir haben auch einige, die dann am Ende nochmal drüber schauen werden, also Diversity-Expertinnen und Experten aus Vereinen und Verbänden und Berater sind auch noch mit dabei. Also wir versuchen das schon, so die Gruppe auch so vielfältig wie möglich zu halten, um da nicht zu vergessen. Und ich habe tatsächlich selber mit LernOS noch gar keine Erfahrung gemacht, habe mir natürlich die Learning Guidelines mal angeguckt, die es gibt. Bin sehr beeindruckt, was da alles schon so passiert ist und wie einfach es auch erstmal aussieht. Also für mich sah es erstmal sozusagen einfach aus, wenn man dann eine fertige Guideline hat. Ich stelle es mir allerdings sehr, sehr komplex und mühsam vor, die zusammenzustellen. Aber ich habe einfach das im Hinterkopf, was wir damit erreichen könnten. Weil die Idee ist dann einfach wirklich für so Leute wie mich, die in so einem sehr hierarchischen Unternehmen unterwegs sind und die immer wieder gefragt werden, was kann ich denn machen? Und bis dann nicht von oben was kommt, können wir gar nichts machen, dass man denen einfach mal was an die Hand gibt. Das ist auch so ein bisschen das Ziel, ne? dass Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, unabhängig von verpflichtenden Trainings und was man da alles so hat, dass man in einer relativ strukturierten Umgebung sozusagen was zu dem Thema lernen kann und sich dabei selber auch Ziele setzen kann. Das fand ich wahnsinnig spannend und ich glaube auch, dass das für die Zukunft sehr, sehr wichtig sein wird, dass man sich eben auf einer eigenen Ebene individuell mit unterschiedlichen Themen und Lernen befasst. Genau, also das ist so der Zeitplan. Jetzt habe ich ja gerade gesehen, dass beziehungsweise gehört, dass das LernOS Camp in Bonn auf den Sommer dann verschoben wird. Nee, das war das Corporate Learning Camp. Das LernOS Camp bleibt 23. 24. Juni. Ah, okay, genau, weil das war auch die Idee von der Peewee, dass wir da schon mal schauen, dass wir das mal verproben, was wir bis dahin haben. Ja, gute Idee. Genau. So, und dann soll es im Grunde weitergehen. Wahrscheinlich ist es dann eher drittes Quartal, dass wir wirklich die Inhalte finalisieren, dass wir die in regelmäßigen Sprints und Calls mit den anderen Unternehmen, die dabei sind, abgleichen. Dann würden wir das kuratieren lassen und dann hoffentlich im dritten oder vierten Quartal veröffentlichen. Also das, so ist jetzt erstmal der Zeitplan. Microsoft sagt bei seinen Ankündigungen aktuell auch immer later this year, also dieses Jahr sozusagen. Genau. Sehr schön. Sehr gut. Für den Workshop 11.5. seid ihr schon eine fixe Gruppe oder falls jetzt jemand hier sagt, Diversity ist mein Thema, kann er sich melden bei euch? Sehr gerne melden. Also wir sind, ich muss mal gerade schauen, ich glaube so 14, 15 Leute, aber wir sind sehr offen für noch mehr Input, weil je mehr Leute dabei sind, umso kleiner werden die Arbeitspakete. Ja. Ja, Alfred hat im Chat noch gefragt, Diversity Guide ist für Anwender in der Praxis, oder?
Ja, es ist ja immer Anwender in der Praxis. Also es ist für uns tatsächlich im Unternehmen, also unsere Idee war, am Ende etwas zu haben, was wir Mitarbeitenden, Führungskräften, Interessierten an die Hand geben können, damit sie sich informieren können. Weil das Thema lebt ja davon, dass jeder und jede Einzelne über das Thema Bescheid weiß, es adressieren kann und sich dann entsprechend auch, also Inclusion starts with I, gibt es da so schöne Kampagnen. Es geht einfach darum, dafür also aufmerksam zu werden, aware zu werden, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig dieses Thema ist. Also Anwender in der Praxis, aber sicherlich auch mit viel Theorie, weil das ist ja so die Basis dafür. Ja, also mit viel Akzeptanz, egal ob Führungskraft oder nicht. Ja. Sehr schön. Ja, danke guter, dir. Guter Input, danke. Vielen Dank, dass ich das vorstellen konnte. Ja, gerne. Schön, dass du es gemacht hast. Dann springe ich hier mal weiter. Der Falco mit dem Thema Status Telekom Geschichten des Gelingens. Ich bin gerade mal rausgesprungen und habe hier so ein Büchlein geholt. Ja, weil das ist, finde ich, ein total cooler Ansatz. Also sozusagen da innen drin sind halt einzelne Erfolgsgeschichten von Menschen, die irgendwas Cooles gemacht haben. Ich habe jetzt hier so eins zu führen, Problemschicht. Da hatte Winnie letztes Jahr die Idee eingebracht, ob man nicht sowas zu LernOS auch machen kann. Und dann dachte ich mir, Mensch, frage ich mal den Falco, ob er da nicht kurz berichtet, wo er da steht und was da der Stand ist. Und habe in dem Zuge auch gesehen, dass irgendwie diese Working Digital Domain, die es mal gab, glaube ich, gar nicht mehr zugreifbar ist, wo die Story ist. Ich hoffe, das Wissen haben wir nicht verloren, aber jetzt hören wir gleich von dir mehr, Falco. Ja, okay. Ja, mein Name ist Falco, ich arbeite hier bei der Deutschen Telekom in Bonn und bin im Bereich Unternehmenskommunikation mittlerweile, zusammen mit dem Winfried, der mich damals in das Team Social Media Business geholt hatte. Und Idee war vor ein paar Jahren zu sagen, wir haben so viele gute Geschichten bei uns im Unternehmen, die wir aber immer wieder zusammensuchen, um Beispiele zu geben, um Ideen, Impulse zu geben. Und wir uns dann überlegt haben, wenn wir den Fokus auf das Positive richten, wie kriegen wir die zusammen? Und dadurch ist die Idee der Geschichten des Gelingens entstanden. Ich habe hier auch nochmal ein anderes Beispiel zum Thema agiles Arbeiten. Idee ist im Endeffekt, dass die jeder schreiben kann oder konnte. Das war eine Praktikantin, die Aufgabe hatte oder sich das selbst gesetzt hatte, eine eigene Edition zu machen. Und da stehen im Endeffekt Impulse drin von Mitarbeitern authentisch erzählt. Also das sind jetzt keine Hochglanzgeschichten, sondern das sind Geschichten, die hier beispielsweise von zwei Kollegen aus der Technik, die machen mit Lego, zeigen die anderen Kollegen, wie man mit Scrum arbeitet. Ja. Und einfach diese Impulse zu geben und die zusammenzubringen. Im Endeffekt entstehen dadurch auch wieder kleine Communities, die sich in diesen Heftchen, wie auch hier die Telekom Botschafter, die gibt es schon. Auch hier sind Ideen drin von unseren Corporate Influencern, zum Beispiel, wie sie Coolies oder wie sie Sachen, Bürorenovierung in Eigeninitiative, dass sie ihr Büro Magenta machen, dass man einfach auch mal machen kann. Also auch mal diesen Schritt heraus, wir waren gerade bei Prozessmodellierung und reinzubringen. Und genauso vielleicht noch erwähnenswert wäre eine Edition, die Scheiße gelaufen heißt. Und die ein Softwareentwickler im Grunde genommen, er hatte 2 Monate mal zwischendurch Zeit und hat im Endeffekt mal die Geschichten und er ist zum Vorstand, hat die Sachen zusammengebracht, auch mal in Richtung Fehlerkultur, aber auch hier das Positive rausgezogen aus diesen Geschichten, um den Lernschatz im Endeffekt daraus zu ziehen, was man auch aus Fehlern lernen kann. Und ja, die Idee war ja, hat Winfried ja auf einem LernOS-Camp mit reingebracht, zu sagen, was wäre, wenn wir diese Geschichten auch gemeinsam sammeln. Ich muss sagen, aus den vorherigen Berichten, auch in Richtung Podcast, wäre für mich auch schon mal so eine Geschichte, wie man sowas machen kann, wie man so einen offenen Podcast zur Verfügung stellt. Das wären genauso Dinge, die man im Endeffekt einfach mal zusammenbringen sollte. Wir erzählen die zwar jetzt hier in so einer Runde, aber man kann die bestimmt noch besser festhalten. Und das Gelingen ist im Endeffekt nicht der Erfolg. Wir warten nicht, bis irgendwas total fertig ist, sondern einfach die Impulse, die auch Zwischenschritte sind, damit zu dokumentieren. Und ich glaube, Winnie war auf dem LernOS-Camp gewesen. Ich war nicht dabei, hat das auch mal eingebracht. Ihr habt ja diskutiert und du hast ja da jetzt auch eine Seite eingerichtet, wo jeder die Sachen
hochladen kann. Und vielleicht willst du noch was. Genau, also das kann ich vielleicht genau mal kurz zeigen. Wir hatten ja, Winfried, korrigiere mich, in München mal rausgearbeitet, was denn so die Beschreibungsbestandteile sind, wie man so eine Geschichte beschreiben kann. Und haben dann gesagt, wir machen einfach in dem ersten Schritt mal ein Google-Formular, wo wir sozusagen die Geschichten sammeln können. Also da hat man dann den Namen, Nachname, wer ist man eigentlich? Ne? Und dann geht es über 3 so Seiten, um quasi Inhalte zu sammeln. Ne? Die Ergebnisseite, also das Google-Doc, ist auch offen einsehbar. Das heißt, hier kann man sehen, wer da schon was geschrieben hat. Bruder von Florian, der Clemens hat hier was eingereicht, Onboarding mit LernOS, Alex hat was geschrieben, 150 Jahre ohne LernOS und die Nadine. Unser ursprünglicher Zeitplan war mal gewesen, bis letztes Jahr zum Knowledge Camp im November 2020 so vielleicht 15 bis 20 Geschichten gesammelt zu haben, um daraus vielleicht 10 zu kuratieren und die mal in eine druckbare Form zu bringen. Nachdem wir jetzt März schon 2020 haben und erst bei 3 sind, könnt ihr euch vielleicht denken, dass das nicht gelungen ist. Das heißt, da wird man jetzt auch nochmal einen größeren Aufruf starten, einfach wer Erfolgs- oder Misserfolgsgeschichten mit LernOS hat, die quasi über dieses Formular mit einzubringen. Und wir dann vielleicht gucken, dass wir dann die 15 bis 20 Geschichten bis zum Camp im Juni zusammen haben und da vielleicht was Gedrucktes machen. Winnie, du hattest, glaube ich, auch letztes Jahr schon gesagt, das macht vielleicht Sinn, so thematisch dann so eine Art Editionen zu haben, also eine mit Podcasting und eine mit Sketchnoting. Aber auch das hängt wahrscheinlich einfach davon ab, was ist so die Grundgesamtheit der Geschichten. Vielleicht bringt man erstmal überhaupt eine Edition zusammen und dann machen wir das auch so toll und vielfältig, wie ihr das habt. Ja, also wir, ja, toll und vielfältig. Wir haben halt ein paar Booklets und die laufen eigentlich ganz gut, weil wir sie intern auch im Social Intranet anbieten. Da werden die immer wieder quasi bestellt. Für mich ist halt die digitale Überführung was Spannendes und ob man das später vielleicht direkt auf einer Website spielen kann. Ich habe mit Falko jetzt mal drüber geredet. Vielleicht kommen wir nochmal auf dich zu, dieses Formular einmal zu adaptieren und dann zu sagen, lass uns eben für Podcasts oder für das Thema Developers, also IT-Entwicklung, Bottom-up, so Geschichten sammeln. Ich glaube, dann kann die Ansprache auch schärfer sein, weil wenn ich jetzt quasi in die Telekom reinfrage, nach LernOS-Geschichten des Gelingens, wird die Meinung relativ gering sein. Genau. Aber da sind wir noch nicht weitergekommen. Da hast du vollkommen recht. Ich habe jetzt mal in den Chat geteilt. Wir haben eine der Geschichten haben wir, auch online. Das sind der Botschafter. Also wenn er da im Chat jetzt auf den ersten Link klickt, die ist draußen und darunter habe ich einen Blogbeitrag geteilt. Wir haben ein paar der Inhalte, die auf Working Digital waren, das du jetzt immer gefunden hast, aufs Blog umgezogen und haben die alte Seite zugemacht. Okay, das heißt, die ist weg, ja. Ja. Okay, da werde ich die 2 Links auf jeden Fall im Protokoll noch verlinken. Perfekt. Sehr gerne. Alles klar. Ja. Was fragen nach der alten Abfrage, wer da mitmachen wollte bei den Geschichten des Gelingens? Habe ich mich auch eingetragen, habe ich nie wieder was von gehört. Du meinst, wer sich darum kümmern will, die einzusammeln? Nee, wer da einen Beitrag hat. Oh, das weiß ich nicht mehr. Oder meinst du aus München noch, wer sich auf den Zettel geschrieben hat? Du hast damals so eine Umfrage gemacht, wer da mitmachen will, tragt sich hier ein. Geschichten des Gelingens, er hat was zu erzählen sozusagen. Da habe ich mich damals auch eingetragen. Ja, na, den Verteiler hatte ich angeschrieben. Da haben aber nur sozusagen die jetzt was eingetragen haben, was eingetragen. Ja, ich hatte die hat dich kontaktiert. Du hast was eingetragen, ja? Du stehst da drin. Alex Rose, du bist Nummer 2 am 6.11.2019. Okay. 23:12 Uhr, wenn du es genau wissen willst. Nein, du hast es eingetragen. Ja, ja. Also ja. Die Frage war jetzt, passiert da noch was? Oder? Naja, wie gesagt, also ich würde jetzt gucken, dass das nochmal Schwung aufnimmt und dass wir halt bis zum LernOS-Camp irgendwie was haben. Okay. Also zumindest mal die Geschichten, idealerweise was Gedrucktes. Alles klar, perfekt. Ja, vielleicht auch nochmal in den alten, also in den vorhergehenden Treffen, ich bin jetzt das erste Mal dabei, mal zu schauen, welche Berichte das sind und da findet man bestimmt auch noch einiges an guten. Ja, exakt. Ja, sehr gut. Okay, dann hat der Rainer angeboten, kurz was zu erzählen zum Wall-Meetup in München. War Alex in der Firma, aber Alex war nicht da. Ja, kann ich machen. Ich war da auch wieder als Fotograf dabei und wenn ich jetzt meinen Bildschirm freigeben kann. Kannst du? Kann ich jetzt, gut. Dann werde ich das doch gleich mal machen. Oh Gott. Jetzt haben wir das. Sehr krass. Unten auf dem. Genau, jetzt kommt was. Okay, gut. Oh,
Verdammte Technik. Jo, gut, aber jetzt geht's los. Könnt ihr das Gruppenbild sehen? Ja. Genau, also die LV 1871 war Gastgeber und das ist auch gleich eine Verbindung zwischen Lernos und Woll, weil ja dort das Lernos-Camp im Juni stattgefunden hat und da war ich ja ebenfalls als Fotograf dann dabei. Dann kann ich jetzt auf diesem Weg gleich dir, Alex, vielen Dank für die Location und für Pizza und Bier weitergeben aus der Runde. Und das Orga-Team, das hat die Petra Hock und die Ilona Liebal mit dem Fabian und Alfred und noch ein paar anderen, die da beteiligt waren. Also es war eine gute Kooperation zwischen Audi und BMW und mit so großen Namen im Hintergrund ist natürlich auch gleich was Großes zusammengegangen. Und trotz Corona waren von insgesamt 80 Angemeldeten noch über 60 da. Und es war ein guter Mix, waren für meine Verhältnisse erstaunlich viele Newbies dabei. Und hier ist das Orga-Team, Ilona, Fabian und Petra. Und es gab dann auch unter anderem eine kurze Live-Session mit John aus New York. Also was für mich spannend war, dass auch viele Firmen zum allerersten Mal dabei waren, die bisher in der Woll-Community noch gar nicht aufgetreten sind. Und das zeigt, dass da scheint wohl noch eine ganze Menge an Potenzial da ist, Firmen anzusprechen und für das Thema zu begeistern. Da war bei der Ankündigung von John habe ich gerade auf mein Handy geschaut und das Erste, was ich sehe, war die Ankündigung des neuen Buchs. Zu dem Zeitpunkt war der Event am 26. meines Wissens noch nicht in der Schwebe. Ja. Und kurz darauf kam das dann eben. Und John war nicht mehr live dabei und hat Fragen aus dem Publikum beantwortet, sondern das Publikum hat auch gleich fleißig mitgefilmt dann. Ja, der Alfred hat zusammen mit dem Andreas Schorn von BMW, die haben dann eine Newbie-Session gemacht. Also der Klassiker, wie immer, ist da dabei. Und dann gab es aber auch noch zwei Sessions, die dann interessanter waren und wo es auch wahrscheinlich den einen oder anderen Anknüpfungspunkt durchaus auch für Lernos geben könnte. Ich war hauptsächlich in der Session dabei mit Petra und dem Alexander Kluge. Da ging es darum, wie kann man Woll ins Unternehmen bringen oder wo kann Woll helfen bei strategischen Initiativen der Firma? Und gut, die strategischen Unternehmensziele, wenn man da einen Use Case findet und sagt, ja, wir können beim Onboarding neuer Mitarbeiter helfen, wir können die digitale Zusammenarbeit verbessern, all das sind Anknüpfungspunkte, dass man sozusagen nicht Woll erklären muss, sondern sagen kann, wir haben da was, was die Ziele des Unternehmens unterstützt. Und wir haben dann auch, ja genau hier, in der linken Hälfte sind so Stichworte, wir haben da als Gruppenarbeit gemacht, wo kann Woll unterstützen. Und dann die zweite Überlegung war, welche Erfolgsfaktoren gibt es? Also da glaube ich, das kann man im Prinzip eins zu eins für Lernos übernehmen. Aber vielleicht auch mal im Sinne des Marketings nach außen vielleicht interessant, hier das mal als Checklist oder Inspiration zu nehmen, sind das Punkte, die man für Lernos genauso, also ich sehe da keine großen Unterschiede. Auf diesem High Level kann man das wahrscheinlich ähnlich den Gesprächspartnern, die weder Woll noch Lernos kennen, auch anbieten. Genau. Habt ihr die Fotos? Ich glaube, ihr habt es ja über eine Meetup-Gruppe organisiert. Habt ihr die da geteilt oder gibt es irgendwo einen Link? Ich habe jetzt ein paar Bilder fertig gemacht für die Petra, damit sie dann heute ihren in LinkedIn so einen kurzen Beitrag schreiben kann. Den Rest mache ich heute Nachmittag fertig und dann gibt es ein Google-Foto-Album mit ein paar Bildern mehr. Perfekt. Die ihr dann nutzen kann dann. Ja. Könntest du, wenn du daran denkst, mir den Link schicken oder unter das Protokoll von heute posten, dann haben wir das da auch im Zugriff. Da kann ich dann die Bilder auch, weil die kleinen, die ich dann in das Webalbum reinstelle, sind vielleicht nicht ganz so gut lesbar. Dann kann ich dir die großen auch schicken. Ja, exzellent. Super. So, danke dir. Ein Punkt oder? Hätte ich noch gehabt. Ja, schieß los. Na klar. Und zwar ging es darum, um das. Gehe wieder zurück zu meinem Bildschirm. Ja, ich habe dich gerade rausgeschmissen, weil ich dachte, du wärst fertig. Du müsstest nochmal teilen. Dann kann ich es auch einfach so erzählen. Die zweite Arbeitsgruppe, da war dann die Barbara Witasch und die Ilona Liebal drin, ging dann darum,
was hat Agil und Woll gemeinsam oder wie können die sich gegenseitig unterstützen? Man hat dann festgestellt, da gibt es das gleiche Mindset. Also was man in Woll trainiert, das hilft auch sehr bei den agilen Initiativen. Und da gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte im Unternehmen. Und weil in dieser Runde tatsächlich sehr viele Agile-Coaches waren, die Woll-Newbies waren, hat man da auch noch gleich wieder ein bisschen mit die Grundlagen betrachtet. Aber auch da sind es weitere Kanäle, wie man das Thema Woll und wahrscheinlich auch das Thema Lernos, da passt es ja mit OKR und Getting Things Done genauso dazu, auch ins Unternehmen die Zielgruppe ansprechen kann. Also da haben wir ja auch diesen Product Owner Lernpfad, der da vielleicht gut dazu passt. Und weil du Ilona ansprichst, die hat auf der ilonalibal.com einige Blogs geschrieben zur Verknüpfung von WOL und Agil. Also wen das interessiert, dem empfehle ich da den Blog von Ilona. Da sind einige gute Nuggets drin dazu. Okay. Okay, super. Danke dir, Rainer. Dann würde ich dem Hardy das Wort erteilen zu Status. Ganz kurz, meine 50 Fohlen behalte ich jetzt mal für mich. Ich wollte euch eigentlich ein kleines Stück mitnehmen auf unsere insgesamt einjährige Reise zu so einem Guide, der sehr spannend war. Also das war eine Lernreise par excellence, was hier passiert ist. Wir sind hergekommen von aus der Perspektive Achtsamkeit, sehr funktional, wie kann das in der Firma eingesetzt werden und so weiter und sind gelandet bei was höchst individuellem, intrinsischen, sehr, sehr gestaltungsreich. Der Anker war insgesamt, dass wir die Chance halt im Peer-Coaching gesehen haben, à la Working Out Loud, wo ich herkomme, und natürlich Lernos. Ja, und wir sind letztendlich, sagen wir mal, in unserem Prozess verhaftet gewesen, zielorientiert geplant. Wir haben Value Propositions gemacht, Visions und Mission Statements und sind gelandet inzwischen, Dinge geschehen zu lassen, entwickeln zu lassen. Emerging Future heißt es bei Theory U. Tatsächlich ist erst in dem Moment und auf die Details, schauen wir mal, ob wir die vielleicht in dem Learners Camp in einem Lightning Talk kurz erwähnen oder bei einer Assembly. Ich glaube, es ist eine sehr spannende Sache, die zu teilen. Vielleicht schreibe ich auch mal Geschichten des Gelingens darüber. Das ist vielleicht eine gute Sache. Tatsächlich sind wir jetzt wo gelandet, dass wir unsere Struktur fest haben. Die gefällt uns sehr gut. Wir sind inzwischen von einem sehr elitären Zirkel über einen offenen Zirkel zu einem, sagen wir mal, zu einer kleinen Gruppe gelandet, die jetzt da das finalisiert und ab 13.03. auch erproben wird mit ein paar Pilotteilnehmern. Da haben wir schon so 10, 15 Menschen, die da mitmachen. Lustigerweise sind wir inzwischen gar nicht mehr so sicher, also wir, sag ich mal, als Summe der Menschen, ob das wirklich jetzt unter einer CC-BY-Lizenz überhaupt veröffentlicht werden soll. Ich bin aber trotzdem noch hoffnungsvoll, dass ich hier in der Community das auch teilen kann. Warum? Weil ihr lieber Milliardäre damit werden wollt, oder? Ja, genau. Nee, weil auch das ist eine Reise gewesen, nämlich klar. Vorhandenes zu nutzen, neu zu arrangieren für bestimmte, ja, mit bestimmten Ideen und sind halt inzwischen doch bei ein paar persönlichen Kontributionen wie Audios und Videos auch gelandet. Macht nichts, das kriegen wir schon trotzdem noch hin und da finden wir Wege. Wir sind jetzt auch soweit in die Öffnung gegangen. Ach so, wir sind schon längst geöffnet. Also das heißt, ich komme von Siemens Healthineers. Siemens gibt es ja in dem Sinn nicht mehr. Das ist ein Flottenverband. Menschen, die aus dem Thema Achtsamkeit insgesamt als Graswurzel da unterwegs waren, die haben das initiiert. Inzwischen ist auch eine Externe, die Hanne ist, glaube ich, mit im Call sogar, ist mit dabei. Wir werden das finalisieren und haben jetzt gesagt, jetzt sprechen wir auch mit anderen. Mit Rebecca hat es angefangen und Rebecca hat uns motiviert, letztendlich da jetzt mal wirklich in die Öffentlichkeit zu gehen und einfach mal zu sehen, welche Menschen, Firmen, ist mir egal, das einfach weiter benutzen, mit weiterentwickeln können. Zurzeit ist es noch closed. Wir werden ein paar Bruchstücke einfach mal zeigen. Aber wir wollen noch nicht, dass die Community jetzt in unseren Finalisierungsbestrebungen uns sozusagen
stört. Wenn ihr wollt noch in eurem Silo bleiben, das passt. Nee, es würde jetzt einfach kontraproduktiv sein, noch neue Perspektiven reinzukriegen. Das ist dann der nächste Schritt. Harald, kannst du mir bitte in einem Satz erklären, was Mindfulness bedeutet? Ah, Achtsamkeit. Nenn es einfach, Entschuldigung, hätte ich vielleicht sagen sollen, das ganze Thema Achtsamkeit rund um Meditation, um Einkehr, um Bewusstwerdung, letztendlich sich selbst seiner bewusst zu werden, dass man eben nicht nur eine Reizreaktionsmaschine ist, sondern die Reizreaktion auch bewusst betrachten kann und damit auch umgehen kann und damit zu wachsen und wie auch immer. Also ich glaube, einen gewissen Push hat es bekommen. Es gibt ja von, oder gar bei Google, oder gibt auch noch dieses Search Inside Yourself Programm. Genau. Wer das mal googeln mag, gibt es auch ein schönes Buch, einen schönen Talk auf YouTube auch dazu. Ich glaube, SAP hat es auch in die Richtung adaptiert. Genau. Das sind so diese ganzen Schlagworte, Mindfulness, Resilienz, Self-Compassion und so weiter. Cool. Genau, ich kann vielleicht ein paar Intro-Links irgendwo hier mit kontributieren. Gerne, einfach in die Kommentare unten. Mhm. Perfekt. Danke dir. Genau, gerne. Sorry, dass ich das noch ein bisschen in die Breite trete. Für mich so ein Halbsatz bei der Siemens, ne, als Ganzes, als Global. Wie ist denn dein Eindruck? Wie wird denn das da gesehen? Ist das eher kritisch beäugt oder ist das eher positiv gefördert? Lass mich so zusammenfassen. Es wird sehr gern gesehen, dass Menschen in ihrer Freizeit sich berufen fühlen, ihr Praktiken in die Welt zu treten. Es gibt etliche Mittagsmeditationen. Es gibt eine virtuelle Meditation. Also machen wir hier virtuell, sind zwischen 30 und 80 Menschen mehrmals in der Woche dabei. Also wird sehr gern gesehen. Tatsächlich in die Strategie ist es nicht verankert. Ich persönlich bin sehr froh, weil dadurch kann ich treiben, was ich will. Schön diplomatisch formuliert. Ich höre daraus, weil du immer sagst, in der Freizeit, das heißt Lernzeit oder ist dort sozusagen nicht Arbeitszeit, oder? Das sage ich mal, ich kann es individuell für meine Person unterbringen. Also es ist nicht so, dass jemand dann sagt, pass mal auf, du darfst das nicht machen. In meinem Kontext kann ich da drin wirken auch. Aber grundsätzlich, es gibt kein Konto dafür, es gibt kein Projekt, es gibt keine Menschen, die da abgestellt sind. Danke dir. Okay, jetzt haben wir noch 3 Minuten. 2,5 davon gebe ich an den Stefan, der kurz was erzählen wollte zum digitalen Zwilling und der eigenen Webseite aus dem Dojo. Bist du noch da, Stefan? 2,5 Minuten gespart. Hat jemand, warte mal, ich sehe ihn gerade, weil ich den nicht mehr das ganze Bild sehe. Na okay, dann schieben wir das aufs nächste Mal. So wie auch den Alpa, der Alpa von der DATEV, Alpa Aslan, auch auf Twitter. Der hat angefangen, User Experience Research Leitfaden zu machen. Ich habe mal den Twitter-Thread verlinkt. Die suchen auch noch Leute, die mitmachen. Und er wollte mal kurz den Stand zeigen. Weil leider hat er sowohl beim letzten Call als auch bei diesem Call heute keine Zeit gehabt. Also ich schiebe ihn aber hartnäckig von Call zu Call, also vielleicht dann im April. Simon, der Stefan ist aber da. Da gab es, glaube ich, nur ein Headset-Problem. Ah, okay. Dann, Stefan? Was nicht hilft, oder? Vielleicht gibt es das Problem immer noch. Schreibt er im Chat gerade? Hört ihr mich? Jetzt, ja. Ah, okay, war ein Headset-Problem. Ja, okay. Jetzt hast du noch 1 Minute leider nur noch. Ja, ja, dann stelle ich mich einmal kurz vor. Stefan Bohr, 20 Jahre in großen Unternehmensberatung gearbeitet und jetzt selbstständig unterwegs. Kenne den Simon halt schon eine Weile und jetzt bin ich endlich mal zum Dojo nach Nürnberg gereist und es war eine super tolle Erfahrung. Weil man dann halt eben in der Breakout-Session dann auch das Thema eigene Webpräsenz bearbeiten konnten. Von den Inhalten her, ich habe es mal in die Kommentare reingeschrieben, wenn mich da einer entsprechend entlang hangeln möchte und mit uns zusammenarbeiten will oder auch gerne noch Input geben will. Jetzt ist natürlich dann eben eine generelle Make-or-Buy-Entscheidung. Will man sich selber eine Webpräsenz erstellen oder nimmt man einen Dienstleister, Domain sichern und dann halt eben das Webmanagement-System aussuchen, ist für viele von euch wahrscheinlich jetzt nichts Neues. Das Ganze steht und lebt natürlich nachher dann eben mit dem Content. Zuerst ein bisschen planen, aber vor allem dann wirklich tun.
Ich denke mal, jetzt hier auf weitere Inhalte einzugehen, ist wenig sinnvoll. Insofern, Simon, gebe ich dir lieber die verbleibenden 5 bis 10 Sekunden noch von der Minute. ich find's deswegen spannend. Der Sascha Lobo hatte von der Zeit auf der Republika mal einen Talk, der war überschrieben mit Reclaim Social Media. War im Prinzip so das Postulat, dass man sich nicht den Weg zu einfach machen sollte und halt einfach Facebook oder diese ganzen Plattformen für Publikation verwendet, sondern wirklich die Plattformen oder die Kerninhalte bei sich hat. Weil eine Änderung in den Geschäftsbedingungen, gerade wenn ich über lebenslanges Lernen nachdenke und der Content ist irgendwie komplett weg oder woanders oder verkauft. Deswegen finde ich halt den Ansatz wirklich über eigene Website, eigenen Blog, eigenen digitalen Zwilling nachzudenken, ganz, ganz wichtig. Und das werden wir auch sicher in LernOS noch mehr hervorheben, wie einfach das eigentlich geht, was es für Möglichkeiten gibt und so weiter. Deswegen fand ich das spannend. Genau, also wir sind schon einen Tick drüber. Vielleicht nochmal kurz, falls ihr zu Connect irgendwie Fragen habt, postet die einfach unten in die Kommentare. Die schaue ich mir dann an und würde die beantworten. Hier unten sind noch 2 Kleinigkeiten. Zum einen mal, ob es sich eventuell lohnt, ein Treffen auf der Republika zu machen. Da ging heute früh die Mail raus. Stand jetzt findet die auch statt im Mai. Das ist einfach eine Abstimmung. Da könnt ihr mal sozusagen abstimmen, ob ihr dort seid. Ein paar haben das schon gemacht. Und unter denen würde ich dann mal gucken, ob man sich abends am Hof einfach mal auf ein Bier trifft oder so, jetzt nichts Formelles, und dann einfach kurz mal treffen und austauschen. Da könnt ihr hiermit abstimmen. Dann hat die Weiterentwicklung Weiterentwicklung des LernOS für Teams Leitfaden begonnen. Das sind aus dem Supporterkreis die SAP rund um Thomas und Ernst & Young mit drin dabei. Falls da jemand Interesse hat, schon früh Einblick zu haben oder gar mit einem eigenen Team mit zu testen, auch einfach in die Kommentare posten, dann nehme ich da Kontakt zu euch auf. Genau. Und wir sind gerade auch dabei zu überlegen, wie das ganze Thema Community, also die Community hier, auch das Wiki dazu, wie wir das neu gestalten können. Da läuft jetzt so die Ideensammlung im ersten Quartal, die Umsetzung dann im zweiten. Da ist hier unten so ein kleines Formular verlinkt. Ich klicke hier mal drauf. Da könnt ihr euch quasi mit einbringen mit Ideen. Wenn ihr sagt, da würde mir was fehlen, da hätte ich gern was anders, einfach dort mit reinschreiben. Perfekt. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für den schönen Input. Simon, ich habe noch eine kleine Anmerkung, wenn du noch mal kurz raufscrollst zum Vorredner. Genau, zum Stefan oder wo? Genau, zum Stefan. Also ich kann die Diskussion mache ich jetzt meine eigene Seite oder mache ich die bei LinkedIn oder irgend sowas, kann ich zwar nachvollziehen, aber also ganz ehrlich, meine persönliche Erfahrung ist, also du kannst deinen eigenen digitalen Zwilling jetzt irgendwo machen, ja, und du kannst ihn auch bei LinkedIn machen, aber wir alle, die wir hier sind bei LinkedIn, haben eine entsprechende Reichweite mit allen Abhängigkeiten und allen Problemen, die es daran gibt, ja. Und wenn ich ja irgendwo so in WordPress mein eigenes Ding so irgendwie mache, dann muss man sich halt überlegen, mit wie viel Aufwand und mit wie viel Pflege und was brauche ich eigentlich dafür an Power sozusagen, um da so die gleiche Reichweite zu Ja, der Trick ist ja meistens zu sagen, man repostet das auf WordPress und dann steht dann irgendwie, dieser Inhalt erschien zum ersten Mal auf. Ne? Und wenn richtig, aber Simon, das ist immer ein Klick weiter als das, wo ich gerade bin, und die Leute sind einfach faul. Also das ist meine Erkenntnis. Das ist so. Ob die noch um einen Klick weitermachen. Genau, da muss ich aber vielleicht damit leben, dass irgendeine Plattform mal ihre Policy ändert und ich dann nach 20 Jahren lebenslangem Lernen auf LinkedIn sozusagen mein Archiv weggezogen bekomme. Ich sage auch nicht, dass LinkedIn das Wahre ist. Also das können wir sicher nochmal ausführlicher diskutieren. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund alle. Nächste Community Call ist 3. April, falls ihr euch den eintragen wollt. Bis dann. Freut mich auf euch. Ciao. Danke, Karl.